So. So, könnten wir jetzt aber auch was ernten? Nee, ne? Gut, gehen wir mal einkaufen. Achso, wenn ich ihn einstelle, dann sollte ich sie hier ihn hier auch wieder mit einstellen. Der hat noch 2 Expertenpunkte. Bewegungsgeschwindigkeit für andere Mitarbeiter. Ja. 4 Expertenpunkte. Oh. Oh, die letzte Stufe. Oh, da bewegt sie sich richtig schnell. Stufe 10 ist auf maximal. Ja, dann müssen wir gucken, dass wir irgendwann eine Kellnerin finden, die halt hier mehr Fähigkeiten hat. Sie ist ja jetzt noch sehr rudimentär, sag ich mal. 9 Preis servierte Produkte vor 16 Uhr. Das kostet mir jetzt schon 11. Da kann ich auch sparen. Er hat noch 2 Expertenpunkte, okay. Wie viele Felder hatte ich jetzt offen? 3, ne? Irgendwie so. So, weiße Bohnen, nee. Zum Belohn für Herbst. Sommer, Herbst, ja. Braucht 6 Tage zum Wachsen. Kann ich wieder Sojabohnen mitnehmen? Aber ich will doch nicht, scheine ich trotzdem immer Weizen noch mit zu brauchen. Weiße Trauben nehme ich mal einen neuen mit. Pflanzen wir einfach nochmal an, rote Trauben. Nehmen wir die roten Trauben nur mit. Und grünen Tee brauchen wir, ob ich will oder nicht. Muss ich einfach mehr von anpflanzen. Jetzt haben wir noch 2,93 übrig. Boah. Da muss ich eigentlich schon einen Laden aufmachen, ne? Ja, muss man einen Laden aufmachen. Na gut. So, den Weizen tue ich hier rein. Zack, 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 zack. So, hier kommen die Trauben hin. Dann kommen hier nochmal Trauben hin. Und hatte ich jetzt noch was? Ja, den grünen Tee. Genau. Ja, haut auch hin. Gut, die habe ich gar nicht gewässert. Das gut, dass das jetzt noch aufgefallen ist. Und hier die letzten 3. Sehr schön. Es ist also wieder voll. Wenn jetzt offen ist, kann ich eigentlich drin, sollte es ja eigentlich ohne Probleme laufen jetzt. Erstmal vorübergehen, gerade mit den neuen Biersorten. Da sollte jetzt eigentlich auch wieder ordentlich Geld bei rumkommen. Dann die ganzen ungeraden Bäume fällen hier. Dass man auch wieder an Holz kommt. Vielleicht findet man noch eine Bienenkönigin. Wäre interessant, wenn wir jetzt noch eine finden würden. Die Frage ist, produzieren die Bienen im Winter dann aber halt auch Honig? Machen die das ganzjährig oder machen die das nur so Frühling, Sommer, Herbst? Wir finden es raus, würde ich sagen. Ohne nachzugucken. Wenn mir natürlich jetzt jemand in die Kommentare schreibt, ja, die Bienenkönigin produziert im Winter kein Honig, dann nehme ich das erstmal so als gegeben hin. Ja, das ist okay. Alles andere gucken wir selber nach.
Also man darf mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn einem irgendwas auffällt oder sagt, hier, mach mal die und die Kombination, die ist ganz gut oder die bringt richtig Geld. Ja. Oh. Jetzt tobt der Kleine aber. Der Kleine geht nämlich heute baden. Geht's mal in die Schwimmhalle. So. Einfach immer mehr Nägel herstellen. Immer mehr Nägel. Man kann nie genug nageln. Warte, was? Entschuldigung. Na, wieder 5,85 eingenommen. Das läuft doch. Da können wir tatsächlich noch was einkaufen. Ja, das ist ja super. Das ist doch super. Wir machen mal kurz eine Zwischenkontrolle. Wie es hier aussieht, was gebraucht wird. Misha streicheln, ganz wichtig. Wir machen nochmal einen Salat aus Knoblauch- und Karottensalat. Den hat jeder gerne. So, ne, weiße Trauben. Die weiße Trauben muss ich erstmal pressen zu Saft. Na klar, deswegen können wir das die ganze Zeit nicht machen, weil ich den Traubensaft nicht presse, ich Idiot. Ich meine, überschlaues Wesen. So, warte, was? Erkenne die Lüge. Ich habe noch einen Sojabohnen, habe ich gerade gesehen. Oh, ich lump. Und Tee muss ich dann auch mal wieder machen. Oh, 132. Alter, der rumläuft. Der rumläuft. 9 Sojabohnen. Ich brauche ja noch ein Feld hier. Ah, da kann ich auch warten, bis ich... Da kann ich auch warten. Ist wieder ein Feld freies. Das ist ja nicht so dramatisch. Nee, fällen will ich nicht. Ja, wir sechs Gold zusammen. Alter, läuft ja. It's lift. Leute, it's lift. Pferdchen, Stadtwache und Pferdchen. Hallöchen, liebe Leute. Ah, kommst mit den Latten voran. Rezepte, Braufass, Bretterstapel, niedriger Tisch. Reifefass hier. Das Rezept brauchen wir jetzt ganz dringend. Breites Fenster, Vogelhäuschen. Ein Reiferegal. Nehmen wir auch mal mit für 4,50. So, 2 neue Rezepte, perfekt. Jetzt sollten wir immer noch genug Geld übrig haben, um die Mitarbeiter zu bezahlen, dass die weiter Geld verdienen. Das wäre super. In der Zwischenzeit gucken wir mal rüber zu unserer lieben Schmiedin, der Petra. Meine Tante hieß Petra. Hat er was Neues? Gibt's neue... Nee, alles immer noch Kupferwerkzeuge. Alles Kupferwerkzeuge. Einfache Bewässerungsanlage verbessert. Okay. Gitterfenster lässt deine Gäste nicht entkommen. Was? Erleichtert die Bewirtschaftung deiner Felder. Okay. Habe ich auch. Ich wusste es doch, dass es hier ist. Kohlebrecken. Dekoratives Schwert. Verstärkter Schild. Für 67. Oh, der Kleider, der Garderobenständer ist auch neu. Ich nehme mal das verstärkte Schild mit als Rezept. Und dann stellen wir das gleich mal noch her. Ich hoffe, dass wir jetzt immer noch genug Gold haben. Oh ja, da ist wieder was, wieder weggesunken, wieder angestiegen.
Müssen wir uns heute noch ein bisschen um die Küche kümmern. Wie spät haben wir es? 14? Ah, vielleicht gehe ich noch eine Runde angeln. Mal gucken. So, wo haben wir es? Hier, Reifefässer. Kann ich eigentlich direkt drei herstellen lassen? Brauche ich Bretter für? Okay, die kriegen wir. Das ist ja nicht das Ding. Dann nehme ich hier einfach mal die 44 mit und nehmen wir hier. Ja, ach, hier kommen. Nehmen wir. Das nehmen wir so mit. Sehr schön, wir können Reifefässer herstellen, Leute. Jetzt werden wir langsam groß. Komfort 7, da kann ich eigentlich gleich drei Stück machen. Dass ich quasi für die Gästezimmer jeweils noch eins habe. Und unten für die Taverne selbst. So, wir können auf jeden Fall auch wieder Holz herstellen. Wieder Feuerholz. Ein bisschen jedenfalls. Wobei das Feuerholz, ja gut, ging. Ging jetzt so. Machen wir das mal mit hier rein. 2. Ja, das kommt mit hier rein. So, 4 Wasser haben wir auch verbraucht. Maisbrot sollte man hinkriegen. Mit Hühnerfleisch haben wir noch nicht. Rübencremesuppe mit Lammfleisch haben wir auch noch nicht. Oder muss das Ausgereiftes sein? Ich verstehe es nicht, ehrlich gesagt. Ich verstehe es nicht. Der grüne Tee scheint noch nicht alle zu sein. Da fehlt es an Teeblättern, okay. Habe ich Maisbrot zufällig? Ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht gesehen. Ah, hier Reisbrot, na klar. Gerade hergestellt quasi. Ja, Weißwein herstellen. Brot, Bruschetta, Lammspieße, Fisch, Salate haben wir genug da. Okay. Brühe haben wir da. Naja. Es fehlt halt einfach jetzt an sehr vielen Zutaten. So, hier können wir auch wieder viel nachschmeißen. Brauchen wir ja auch immer. Die Reifefässer braucht noch ein bisschen. Gehen wir einfach noch mal an den Strand. Ah, das ist doch gerade erst aufgetaucht, ja. 50 Löcher gegraben, nice. Errungenschaft freigeschaltet, dig 50 holes. Shovel in the hole. Was? Okay,
Naja, gucken wir mal, ob wir was Neues einsammeln können. Beziehungsweise das, was wir beim letzten Mal nicht einsammeln konnten. Ja, sehr schön. Wunderbar. Oh, ein Seestern. Den können wir bestimmt auch essen, oder? Das liegt auch noch rum. Ich denke, mein Brennholz wird knapp. Ach was, das ist kein Problem. Das ist ein Problem für einen anderen Tag. So kann man es natürlich auch sehen. Nochmal Coconuts. Und noch ein Schlippi, bestimmt Sahne her. Hast du gedacht, ah, mein Schlippi ist ganz dreckig. Ja, ist ein Problem für einen anderen Tag und hat es weggeschmissen. Unter Garantie. Genauso ist da drauf. Leute, wenn ihr am Strand seid und findet Schlippis, ne? Wisst ihr immer, da war jemand da, der hat ein Problem für einen anderen Tag gehabt. Ich meine, es gibt Dinge, die muss man wirklich nicht gleich erledigen. Aber so als Faustregel kann man sich merken, alles, was nicht länger als 5 Minuten dauert, macht's gleich. Damit habt ihr dann ein entspannteres Leben. Zumindest geht es mir so. Ich lebe damit ganz gut. Das kann man mal ausprobieren. Man kann sich das ja einfach mal für eine Woche sagen. Okay, ich probiere das jetzt eine Woche lang aus. Eine Woche lang sage ich, alles, was ich in 5 Minuten erledigen kann, mache ich auch gleich. Und dann schaut man einfach mal, wie gut das läuft. Also eine Bienenkönigin zu finden, scheint ganz schön schwer zu sein. Und da haben wir schon eine. Nice. Ah, das sind dann... Sind das immer die Bäume, die hier dann so ein bisschen lichtes Blätterdach haben? Kriege ich jetzt hier auch eine Bienenkönigin raus? Nee, okay. Achso, ein Reiferegal können wir auch nochmal mit herstellen. Ich könnte eigentlich gleich mehr davon herstellen, mehr Reifefässern. Es fehlt zwar gerade an Brettern, aber das ist eigentlich egal. Ich kann nämlich noch so ein Regal herstellen hier. Hohoho, Leute, Leute. Wir gehen steil. Wir gehen richtig steil, sage ich euch. Ich habe noch nicht gesehen, wo ich jetzt das Rezept herkriege für das Bienending. Das Bienenhäuschen. Ich hob jetzt alle Bäume um und pflanze die Setzlinge neu ein. Drin scheint es ja zu laufen, also wir verdienen gut Geld. Dem Bier kommt der Umsatz. Mit Le Bier kommt Le Umsatz. Ja, wie der deutsch-französische Mann sagen würde. Der gute alte deutsche Franzose. Wer kennen sie nicht, die guten alten deutsch-franzosen? Und noch mehr Nägel. Immer mehr Nägel brauchen wir. Das sage ich dir als Gürteltier. Denn dann geht es erst so richtig ran. An meinen Eimer, an den ich nicht mehr kann. So, nochmal 3 Reifefässer.